weil sie viele meiner Kollegen sind und sie gefragt haben, ob ich auch mal ankomme. Und dann habe ich einen Account gemacht und hier nochmal aufgehört halt. Und einfach la. Aus gewissermaßen aus Gruppenzwang, weil jeder ist. Das muss ich leider sagen, weiß ich selber nicht so genau, weil es gibt viel, das dagegen spricht. Ich habe vor einem Dreivierteljahr ungefähr mit mir abgemeldet gehabt. Aber dadurch, man verpasst halt ziemlich viel, weil halt alle Freunde online sind und dann voll viel ausgemacht wird über Facebook, was sie anders gar nicht mehr ausmachen. Also die schreiben einfach eine, ja, machen wir heute am Abend was, und wenn es nicht auf Facebook ist, dann fährst du es nicht. Aber es ist schon fein, wenn man mit Leuten in Kontakt bleiben kann, die im Ausland leben oder die man nur erst einmal gesehen hat, aber trotzdem irgendwie Interessen hat und deshalb Gesprächsthemen hat. Nein, es ist halt zum Glück kennenlernen. Zum mit fremden Leuten reden, vielen gefällt es, Essen zu klären. Naja, ich rede normalerweise nur mit denen, die ich auch kenne. Um Neues zu erfahren, halt die ganzen Kollegen sind die Thoma und den Kammer. Mit einer Schreiber. Naja, es dient der Kommunikation. Denke ich mal, ja. Also man kann es nutzen, um neue Leute kennenzulernen, wovon ich nicht sonderlich überzeugt bin, weil ich nicht weiß, ob es wirklich so super ist, wenn man Leute virtuell kennenlernt. Also ich finde immer nur, dass man sie persönlich kennenlernen sollte zuerst. Und auch für Veranstaltungen ist es super. Also es ist brutal fein, wenn man sagt, hey, was tust du mal an Arbeit? Und du kannst sagen, ja da, ich schicke dir mal die Links oder ich schicke dir die Veranstaltung. Dann kann er sich anschauen, wer geht. Es gibt ja Einladeliste, wer eingeladen ist, wer fix kommt, wer abgesehen hat, wie viel der Eintritt kostet. Das ist ziemlich super. Kommt drauf an, ob es, keine Ahnung, es kommt immer auf den Mensch drauf an, ob das jetzt irgendjemand Älteres oder jemand Jüngeres ist. Zum Beispiel, wenn eine Freundin mit der Freundin befreundet ist, so irgendwie, wenn ich sie von dir kenne, dann ist kein Problem, aber so ist es nicht so. Es gibt echt Leute, die adden einen schon, nachdem man sie erst einmal gesehen hat. Und die machen halt immer so, ich nehme sie dann halt an, warte eine gewisse Zeit, ob sich dann nochmal was entwickelt und dann wirf ich sie raus. Also im Grunde habe ich einen harten Kern, der mit dem ich wirklich viel tun und wegen der ich auch im Facebook bin. Und dann gibt es eben noch die, die ich nicht wirklich kenne und die so auf der Blacklist schon so möglicherweise abgeschossen werden. Aber ich nehme es zumindest an. Ich bin freundlich, was er sagt. Und meine Eltern finden, ich bin alt genug, um dasselbe stimmen. Aber meine Mama sieht ab und zu, ja, tust du das echt ins Internet und alle sehen das. Und dann erkläre ich ihr eben, dass ich die Gruppen habe und das nicht jeder sehen kann. Und sie ist auch mit mir im Facebook befreundet und sie kann sehr sehr schauen, was ich sie nicht tun. Und deshalb empfehle ich einfach oben rechts der Button Privatsphäre-Einstellungen und dann auf nur Freunde. Ja. Viele Menschen nutzen es halt als kleines Tagebuch, wo es quasi öffentlich ist. Und da schreiben sie halt auf Zeug wie, bin gerade auf dem Klo oder ich war gerade auf dem Klo oder ich habe gerade Pizza gegessen. Und das interessiert mich einfach nicht. Mir ist egal, ob irgendjemand gerade auf dem Klo war oder sich jetzt Zähne putzen wird oder jetzt ins Bett geht. Das interessiert mich einfach nicht. Also, falls jemand da durch ist, wo sowas schreibt, bitte hören auf, es interessiert kein Schwein. Kein Schwein. Ihr werdet so nur verdeckt oder blockiert oder wie auch immer.